Let's Play Silent Hill 3 bei Kein Plan Gaming. Folge Nummer 9, glaube ich. Ja. Wir sind immer noch einfach verloren in dieser scheiß U-Bahn. Wir mögen U-Bahn nicht. U-Bahn sind nicht so schön. Ist hier ein, Also. vielleicht hier was übersehen? Ist vielleicht in einem dieser Telefon. Alter! Nee, das war ich jetzt, glaube ich. Hä? Das hat doch eben hier, das hat doch eben Ja, geklingelt. klar. Bin ich denn doof? Ich meine, da oben sind auch überall Schilder, ne? Vielleicht sollten wir die mal lesen, so. Aber, ja, aber wir Wo die wissen uns ja, wo wir hin hinführen. wollen, ne? Burger Street, sagt sie ja, Plattform 3. So, nochmal auf die Karte schauen. Hier sind wir hier in dem Bereich, ne? So, hinter uns, nochmal um da zu gucken, hinter uns ist dieses Ding, wo wir die Mutter lösen müssen. Bei dem hier, ne? Da können wir also, da müssen wir eigentlich ja noch durch dann irgendwie. Na? Da Und sagt. den, ja, und den Nussknacker kann die da nicht benutzen. Das hatte ich ja das letzte Mal schon versucht. Ich versuch's nochmal. Also, Gegenstände, Nussknacker verwenden. Warum geht das jetzt? Das letzte Mal ging das nicht. Du warst doch dabei, als ich das probiert hatte, oder? Der hat sich auch gesagt, das geht jetzt hier nicht. Ja klar, das hat die gesagt, aber wahrscheinlich warst du nicht im richtigen Millimeter. Leck mich doch am Arsch. Jetzt haben wir eine ganze Folge hier verbracht. Dass wir Markus, ich bin froh, dass es weitergeht. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. ich will jetzt keine blöden Hunde. Ich hab. Ach, das gibt doch gleich wieder Hunde. Ich hab keinen Bock auf Hunde. Die sind scheiße, die Viecher. Also, du bist derzeit auch nicht so ein großer Katzenfreund. Nee. Kaputt. So. Was haben wir denn jetzt hier? Erzähl mir deine. Da ist eine U-Bahn! Ja, Oh, erstmal wie das cool, da ist Bahnsteig eine U-Bahn. checken. Da ist eine U-Bahn. Da Das ist Bahnsteig, eine habe ich gesagt. Das heißt U-Bahn. der Bahnsteig, oder? Ja. Oh Gott. Was ist Das ist ein das? Geschenk. Eine Knarre! Du liest ja. Ein als Geschenk verpackter Karton. Ein Geburtstagsgeschenk? Nein, ich glaube nicht. Niemand, den ich kenne, gebe mir sowas Abstoßendes. Aber ich nehm's trotzdem. Das könnte nützlich sein gegen die Monster. Ich habe eine Schrotflinte. Galgan. Schön. So, siehst du, es hat sich doch gelohnt, hier runter zu gehen. Ja, sehr schön. Zeig mal, da hängen so Sachen runter, das will ich sehen. Was ist das? Erkennt man nicht. Das knistert Du wieder, oder? raus. Ja, du raus. Hier ist Da was. liegt was. Nimm es! Schrotpatronen, okay. So. Was ist denn? Steht was direkt vor der Tür. Oh, ja. Ich Ist. glaube, das musst du abknallen mit Schrotflinte. Warte. Ich rüste es eben aus. Vielleicht soll ich vorher noch so einen Drink nehmen. Ja, nimm doch, mein Gott. So. Waffen. Nein. Waffen. Und dann. Nee, nicht der Stoffel. Stahlrohr ist auch geil. Schrotflinte. 6 Schuss. Ich würde ihn aber trotzdem jetzt versuchen. Warte mal, ich komme hier von daher, wo der jetzt gerade steht, ne? Ja. Und dahinter mir. Nochmal kurz auf die Karte gucken. Nicht, dass wir jetzt umsonst hier irgendwie Munition verschwenden, ne? Haben wir Hinter mir ist ja alles noch eine andere gesehen? Treppe. Da muss ich ja auch noch nach unten, glaube ich. Ja. Und ich wollte jetzt nochmal kurz gucken. Oben, wo wir jetzt hier runtergegangen sind. Das war jetzt da. Da ist hier sonst nichts weiter. Wir müssen erstmal hier nicht zurück. Ich würde erstmal dem vorbeilaufen, Ja. dann hinten die Treppe nach Ja, unten macht gehen. es. Der scheint auch nicht so schnell zu sein. Nö. Oh, aber jetzt läuft der, Das oder? klang doch ganz schön flott eben. Oh mein Gott. So, hier ist doch alles wieder gut. Das sieht ja auch schon sehr bedrohlich aus, wie sie mit der Schrotflinte hier rumläuft, Ja, ne? sieht schon ein bisschen anders aus, ne? So, was haben wir hier? Müll.
Nee, was hat sie? Leitern und Schubkarren blockieren den Weg, da komme ich nicht durch. Ey, weißt du, wir haben doch vorhin darüber gesprochen, als wir Ja. im Kaufhaus waren, dass es irgendwie einfallslos ist, das mit Europaletten Ja. vollzuschmeißen. Hier ist die sind dann richtig durchgedreht. Alles, was an Assets hat, hat er ja reingekloppt. Scheiß die Wand an, ich mach nicht nur Kisten, ich mach alles. Alles. Ja, vor allen Dingen musst du dir mal vorstellen, du fährst so Zug und U-Bahn und kommst durch einige Wege nicht durch, weil da Müll liegt. Weil da so Leitern rumliegen und Bücher und so ein Kram halt. Da geht's. Stell es mal in echt vor. Ja, in Peking war das mal nur so. Aber man ist ja trotzdem durchgekommen. So, und hier ist eine Tür, die führt ins Nirgendwo. Supi. So, wenn wir zwei Bahnsteige, Anna. Ja. Pick your poison. Hier ist Bourbon Street. Linie Was? 3. Da müssen wir auf Ja. jeden Fall hin. Ja, dann geh da hin. Nein, Bitte geh da wir jetzt gucken uns erst das andere an, weil wir sonst wieder Items übersehen. hin. Habe ich schon versucht, glaube ich. Wir gehen jetzt erstmal hier zu St. Renata College Street. Mann, oh, will ich nicht. Das ist Supi hier. Nee, der steht da. Ist es nicht das, wo du her... wo wir waren? Wo der Dicke ist? Wo der Jedi Nee. ist? Wow! Gucken wir es jetzt hier an. Ach, da ist eh nichts mehr dann. Man fragt sich ja schon, Oh mein Gott. warum ist hier ein Gegner? Ja? Ja. Wenn es eh nicht weitergeht. Um uns richtig zu erschrecken, hallo? Der Oh, das Jedi. hat im Bauch weh getan, Hier oder? sind wieder welche. Glaube ich. Sind wir jetzt da, wo wir wollen? Nee. Nee, wir sind jetzt irgendwie nochmal woanders. Ist es hier nicht der Bahnsteig, den du... Da ist eine Tür. Das ist doch eine Falle wieder. Das ist doch garantiert eine Falle. Nein, renn dahin. Aber ey, wenn ich jetzt sterbe, dann muss ich wirklich das alles nochmal machen. Da habe ich gar keinen Bock drauf gerade. Ich will nicht, Ja. ich habe auf diesen Trial and Error echt keine Lust. Aber man sieht die so. Woanders hatten wir Ja, nie eine und Tür genau deswegen gesehen. glaube ich, dass sie uns verarschen, weil man die so sieht. Und wenn man dieses Monster, warum ist dieses Monster genau vor der einen Tür aufgetaucht, wo wir jetzt nicht mehr hin müssen? Ich gehe hier mal durch. Die ist jetzt zum Beispiel offen. Ja? Ah, okay, ja, dann probier's. So, warte. So, jetzt sind wir nämlich hier. Das ist jetzt der eine Bahnsteig, wo wir immer rumgelaufen sind, ne? Ja. Und die Tür war ja abgeschlossen, hatte sie gesagt. Ja, und Was ich jetzt jetzt ist mache, sie ist auf. folgendes. Ich laufe jetzt zurück, weil hier oben war ja irgendwie eine Speichermöglichkeit. Speichere und dann versuchen wir zu der Okay, roten Tür danke. zu gehen. Okay. Weil, ansonsten habe ich auf diesen Scheiß keinen Bock mehr, Deal. dass ich alles 100 Mal mache. Ja. Wenn das dann wirklich jetzt geht, ne, dann finde ich das Spiel richtig blöd, weil dann zwingt es dich einfach so sinnlos Sachen auszuprobieren. Ja. Guck mal, wusste, wo der ist. Hatte ich mir gemerkt. Das ist so schön, Markus. So, ich nehme jetzt wieder den hier. Es macht jetzt keinen Sinn, viermal das Ding U-Bahn-Treppe. anzuleuchten. Wir sind bei der U-Bahn-Treppe. Ja. Schreibt immer in die Kommentare rein, wie ihr das Spiel bis jetzt findet. Spielen wir das anders als die anderen Silent Hill Teile? Weil eigentlich machen wir ja nichts anders. Wir hatten ja bei den anderen auch nicht so viel Ahnung davon. Aber Nee, hier. das fände ich aber auch irgendwie blöd, wenn man Ja, irgendwie ja. vorher alles weiß und Ja, das spielt. absolut. Sehe ich Hä? genauso. Das, so spielt man doch Nee, nicht. so spielt man noch nicht. Ne? Aber es gibt ja viele, die für ihre Let's Plays vorab recherchieren, ne? Also, das muss man ja so sagen. Ja, Wir machen es halt nicht. vielleicht ist es auch gut. Denk dran, erst durch die Tür Ja, gehen, ja. ne? Ich laufe durch die Tür. Und Und dann probieren wir durch die rote Tür zu rennen. versuchen wir. Und zur roten Tür. Alter, ich glaub's nicht. Was war jetzt da? Der. Trick? Warte mal, ich habe eine Idee. Okay, ich Ich. bin, nee, verrat nix. Mach einfach. Mach einfach. Das will ich sehen. Kann aber nicht garantieren, es klappt.
Ja. Jetzt sind alle gespannt. Also die wissen, wie es wahrscheinlich läuft, die denken sich jetzt wahrscheinlich, oh nein, was Och, macht der endlich jetzt? checkt das. Und alle anderen denken sich, holy shit. Dieser Markus? Freak, was plant der? Was hat der vor mit uns? Oh, das ist echt ein kleiner Panzer. So, folgendes habe ich vor. Ich mache Du? folgendes. Du machst Folgendes. Ich laufe hier runter. Okay. Versuche aufzumachen. Geht nicht. Jawohl. Das ist so albern. So, bin nämlich rechtzeitig raufgelaufen. Und jetzt hält der fucking Zug hier nämlich. Das habe ich mir nicht gedacht, weil warum Oh sollte da mein eine rote Gott. Tür sein, die nicht aufgeht und auf einmal hupt ein Zug und fährt Ja, mich nicht ja. direkt über? Ja. Genau, Markus, danke, ey. Oh mein Gott, das war echt schwierig. Das war mal ein Puzzle, oder? Das war ein Puzzle. Kann ich einfach irgendwo einsteigen? Da ist doch irgendwo eine Tür Habe ich auch aufgegangen. gedacht, aber ich habe jetzt keine offene Tür gesehen. Du musst durch die Tür, durch das Gitter laufen. Wie Die durch Tür das ist Gitter? hinten eine andere Richtung. Warum muss ich das denn machen? Weil da hinten eine Tür aufgegangen ist vom Zug und das geht nur dadurch. Da ist irgendwo eine Tür auf. Irgendwo ist sie auf. Ganz am Wahrscheinlich ganz Ende. hinten. Und da geht's nicht auf. Muss ich nochmal. Hä? Muss ich jetzt hier nochmal hochlaufen? Ich wollte mich verfolgen. Oder habe ich eben falsch den Knopf gedrückt, hätte überall einsteigen können? Das wäre natürlich auch lustig. Aber es wäre schon interessant, weil hier an dem Bahnsteig war ja zuletzt nichts. Tatsächlich ist die letzte Tür hier hinten. Dann rein da, ey. Meine Fresse. Können wir jetzt bitte direkt nach Hause fahren? Ich will nicht mehr. Ja, jetzt wundert dich nicht, dass die Türen Wieso willst du denn wieder vom raus? Du Zug sitzt doch zu die ganze gehen. Zeit da rein. Echt. Oh mein Gott, die Tür ist zugegangen, Markus. Fährt der Zug jetzt los? Als ehrlich, wenn ich sie wäre, würde ich mich fühlen wie ein Ghostbusters, ja? Und die da diesen Gang runterlaufen. Weißt du, was ich meine? Ja. Okay. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Auf dem Sitz liegt eine Zeitung. Die gleichen alten, langweiligen Artikel. Es Ja, dann geht gehen wir zum Blut da. Auf dem Boden nur liegt. Abfall. Da kann man speichern in dem Ach Blut. so. Dann speicher da. Tu es. Tu es. Do it. Tu es. Tu es now. Tu es jetzt. Dieses Symbol ist auf dem Boden gezeichnet. Hoffentlich werde ich nicht verflucht, nur weil ich drauf trete. Wie kommt sie denn da schon wieder drauf? Das ist so ein bisschen. Die ist so ein bisschen teeny, ne? Ein bisschen. Im Zug. So. Muss ich jetzt von Abteil zu Abteil Ja. laufen? Wo wir Oh, unsere knall die Freunde. ab. Nein, ich laufe nicht vorbei. Achte mal ein bisschen auf Wahrscheinlich die. sind Achte mal, teilweise auf achte. den Genau, Sitzen. deswegen wollte ich gerade sagen, achte mal ein bisschen, ob du Ja. da was siehst. Oder ob du siehst, dass sie guckt oder sowas. Ja, ich versuch's. Weh, hier sind jetzt Hunde drin, ey. Ja, ne? Oh, guck mal, die werden größer. Oh mein Gott! Ey, geh aus dem Weg! Oh, Mann! Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Man kann das schwer einschätzen, wie doll die einhauen, ne? Ja. Da ist eine Zeitung aufgeschlagen. Da liegt was. Auf dem Boden liegt eine Schrotpatron. Erste-Hilfe-Kasten. Und das kannst du doch auch aufheben. Was ist das denn? Nee, kann ich nicht. Das ist so eine Armhalterung, die irgendwie abgefallen ist. Aha, okay.
Kurz Gesundheitszustand checken. Ist noch okay. Ih, das sieht da aber doof aus. Das wird auch immer abgefuckter hier hinten. Ja, jetzt, ne? Es ist auch so ein Zug, mit dem man nicht fahren möchte, ne? So optisch. So wie New York und dann in den. Das ist wieder so ein Fetter jetzt da hinten. Ja, den musst du. Auf den musst du schießen. Das geht ja gar nicht. Ab jetzt? Ja. Schieß nochmal. Schieß nochmal. Ja, das war gut. Lass mich vorbei, oh Gott. Hat gerade so geklappt. Ey, ich glaube, das hast du gut so gemacht. Wie lange da geht steht dieser was? Zug denn? Das kannst du. Die Flasche vielleicht? Nee, die hat nicht öfter die Flasche. Okay. Leere Saftdose, sagt sie jetzt dazu. Hier ist nichts. Sind wir jetzt am Ende? Ich will nicht mehr. Hast du gesehen, an wie vielen Abteilen wir vorbeigelaufen sind? Oh mein Gott. Ein Ladebildschirm. Das könnte auch was Schlimmes heißen, was richtig Schlimmes. Das könnte nee. Auch heißen, es passiert was Gutes. Nee, wir sind doch nicht durch. Oder doch? Sie nimmt das alles sehr gefasst. Ja, total. Ich meine, gut, sie sieht jetzt auch nicht gesund aus oder so, ne? Ja, aber sie ist halt ein Junkie. Sie ist doch kein Junkie. Guck sie dir bitte mal an. Sie hat nur eine harte Zeit irgendwie hinter sich. Warum, wissen wir noch nicht. Dann geht er mal raus. Was steht denn da? Wo sind wir? Hier ist ein Graffiti. Da ist Graffiti an der Wand. Sie ist so schmutzig, dass ich nichts lesen kann. Na, egal. Okay. Da kannst du speichern. Schon wieder. So schwer war die Zugfahrt jetzt aber auch nicht. Dieses Bus auch. Sieht und noch ganz ist frisch noch aus. Wer könnte das gewesen sein? Und warum tut mein Kopf? Oh. Oh. Bahnsteig. Unbekannte Station auch noch. Geht das jetzt noch weiter mit der U-Bahn? Nee. Ich will nicht, dass das hier weitergeht. Ich hab echt die Schnauze voll. Wir laufen jetzt zu Fuß. Was jetzt hier passiert, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und ich hoffe, ja, dass wir dann nicht mehr in der U-Bahn unterwegs sein müssen. Dann geht's in die Kanalisation. Yeah. Oder woanders, wo spannend ist. Bis dann. Ja. Tschüss.